In diesem Video wollen wir jetzt Potenzen als Wurzeln anschreiben. Und im letzten Video haben wir ja Wurzeln als Potenz angeschrieben. Auch hier benötigen wir, so wie im letzten Video, den Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln. Der war ja a hoch m dividiert durch n ist gleich die n-te Wurzel aus a hoch m. Falls dir das noch nicht klar ist, bitte sieh dir die letzten zwei oder sogar die letzten drei Videos noch einmal an. Kommen wir nun zum entsprechenden Fenster. Hier haben wir gewisse Terme gegeben und wir sollen sie eben in der Form n-te Wurzel aus a hoch m angeben. Ich würde dir hier raten, wieder als erstes die Wurzeln als Potenz anzuschreiben und erst dann die Potenzen zusammenzufassen und anschließend, also am Ende erst, die Potenz wieder als Wurzel anzuschreiben. Ich bin mir sicher, du schaffst es schon, daher drücke auf Pause und versuche es selbst. Sehen wir es uns gemeinsam an. A hoch 7 Fünftel ist jetzt die fünfte Wurzel aus a hoch 7. Beim zweiten Beispiel haben wir einen Bruch. Hier haben wir 1 dividiert durch a hoch 3 halbe. Und um a hoch 3 halbe hochbringen zu können, also um den Bruch auflösen zu können, müssen wir den Exponenten negativ machen. Das heißt, wir haben a hoch minus 3 halbe. Und das können wir jetzt als Wurzel anschreiben. Und wichtig ist hier, dass die Wurzel keine negative Wurzel ist, sondern dass wir die Quadratwurzel von a hoch minus 3 ziehen können. Kommen wir nun zum dritten Beispiel. Hier sollen wir a dividiert durch die Wurzel von a angeben. Hier haben wir dann die Wurzel von a, können wir anschreiben als a hoch 1/2. Das bringen wir wieder hoch, indem wir schreiben a hoch minus 1/2. Somit haben wir den Bruch aufgelöst. Das a, das nun keinen Exponenten hat, hat ja dann den Exponenten von 1. Und 1 ist ja nichts anderes als 2 halbe und somit haben wir 2 halbe minus 1 halbes und das ist dann 1 halbes. Also haben wir a hoch 1 halb und das ist gleich die Quadratwurzel aus a. Kommen wir zum letzten Beispiel dieses Fensters, nämlich dem vierten. Hier haben wir doch einen ziemlich langen Term stehen. Am besten, du schreibst als erstes wieder die ganzen Wurzeln als Potenz an. Dann löst du den Bruch auf, indem du den Nenner nach oben bringst. Also erhalten wir statt a hoch minus 2 Drittel a hoch 2 Drittel. Und nun müssen wir nur noch die Exponenten auf gleichen Nenner bringen. Und können anschließend die Exponenten addieren und erhalten a hoch 43 Fünfzehntel. Und somit ziehen wir dann die 15. Wurzel aus a hoch 43. Mittlerweile kennst du alle wirklich wichtigen Rechenregeln für Potenzen und auch den ganz entscheidenden Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln. Und ich würde dir raten, direkt jetzt auf Pause zu drücken und alle entscheidenden Rechenregeln, die wir bisher kennengelernt haben, und den ganz wichtigen Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln dir zu notieren. Drücke am besten jetzt auf Pause. Abschließend möchte ich noch sagen, was wir in diesem Video gelernt haben, nämlich das Anschreiben von Potenzen als Wurzel. Ich hoffe, du hast bisher viel gelernt. Bis zum nächsten Video.